Heute geht es um Ausbeutung. Die Guarani sind ein indigenes Volk und leben in Paraguay und Brasilien. Sie nutzen schon seit Jahrhunderten Stevia zum Süßen von Tee, bei Zeremonien und als Heilpflanze. Und was enthält auch Stevia? Genau, die mittlerweile aussortierte Coca-Cola Life. Zufälligerweise wächst heute kaum noch wilde Stevia in Paraguay. Aber dafür wird es weltweit verkauft, und zwar ohne, dass die Guarani etwas davon abbekommen. Wie Unternehmen es schaffen, Pflanzen zu klauen und aus Biodiversität Profit zu schlagen, genau darum geht es heute bei Dr. Watson. Wenn Großkonzerne von Wissen über Heilpflanzen oder Lebensmitteln profitieren, ohne die Betroffenen mit einzubeziehen, dann nennt man das Biopiraterie. Bio hat hier nichts mit ökologischem Landbau zu tun, sondern sagt einfach, dass es hier um Lebewesen geht. Bei Stevia sieht das so aus. Japanische Forscher haben in Exkursionen um 1970 Stevia-Samen nach Japan gebracht, aber auch eine halbe Million Pflanzen, fast den gesamten Wildbestand. Daraus wird ein Süßstoff extrahiert, der seit den 70er Jahren dort kommerziell genutzt wird. Aus heutiger Sicht ist das schon der erste Biopiraterie-Fall in der Geschichte von Stevia. Aber es geht noch weiter. Bei der Zulassung in Europa hakt es nämlich. Coca-Cola treibt gemeinsam mit dem Megakonzern Cargill das Zulassungsverfahren voran und entwickelt einen eigenen Stevia-Süßstoff. Übrigens nur eines der vielen Stevia-Patente von Coca-Cola. 2011 folgt die Zulassung, allerdings nicht für die Stevia-Pflanze selbst, sondern für die Stevioglycoside, die süßenden Stoffe. Obwohl die aufwendig extrahiert werden müssen, wird der Süßstoff als besonders natürlich vermarktet. Zum Beispiel in der Cola Life, der Stevia Sprite oder in der Pepsi Next. Das hat auch besonders gut funktioniert, denn all diese Produkte gibt es nicht mehr. Bei der Extraktion kann nämlich ein unangenehmer Beigeschmack entstehen, der nicht so gut ankam. Deshalb entwickelt die Firma Evolva, die auch mit Cargill zusammenarbeitet, ein Fermentationsverfahren. Genmanipulierte Hefen produzieren Stevioglycoside ohne Beigeschmack, dafür mit umso mehr Geschmäckle. Firmen, die unabhängig vom Stevia-Anbau sind, und Guarani, die immer noch keinen Cent von den Profiten sehen. Auch das wird als Biopiraterie kritisiert. Und dafür gibt es noch viele weitere Beispiele. Robusch-Tee. Reis oder die Kaplan-Pelagonie in natürlichen Erkältungsmedikamenten. Oft geht Biopiraterie einher mit einem Biopatent. Aber, und das ist vielleicht die wichtigste Frage dieses Videos hier, können Lebewesen, kann genetisches Material eine Erfindung sein? Sollte man Leben patentieren können? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Grundsätzlich dürfen auch biologische Materialien und die Verfahren, mit denen sie hergestellt werden, patentiert werden. In der EU dürfen aber im Wesentlichen biologische, also konventionelle und gentechnikfreie Verfahren und Pflanzensorten und übrigens auch Tierrassen nicht patentiert werden. Manche Firmen versuchen aber, das zu umgehen, indem bestimmte Eigenschaften, Verfahren oder Verwendungsmöglichkeiten unter Patentschutz gestellt werden. Der Saatgutkonzern DuPont hat im Jahr 2000 zum Beispiel Maispflanzen mit einer bestimmten Konzentration an Öl und Ölsäure patentieren lassen. Also eine Eigenschaft, keine bestimmte Sorte. Unter das Patent fallen also die speziellen, von DuPont gezüchteten Pflanzen, aber eben auch andere natürliche Sorten mit hohem Ölgehalt und sogar nicht einmal existente oder noch nicht einmal entdeckte Sorten. Hätte niemand Einspruch eingelegt, hätten Bauern in Peru oder Mexiko Lizenzgebühren zahlen müssen für den Anbau von Mais, den sie schon Ewigkeiten genutzt haben. Durch Biopiraterie verlieren Kleinbauern und lokale Gemeinschaften also die Kontrolle über Ressourcen, die sie teils seit Jahrhunderten nutzen. Die liegen plötzlich in der Hand von Großkonzernen. Nicht so gut geschützt wie Patente sind meist eure Daten im Netz. Bei jeder Aktivität im World Wide Web hinterlasst ihr mal kleinere, mal größere Datensätze. Und auch wenn der Datenschutz in den letzten Jahren deutlich besser geworden ist und ihr mittlerweile die Möglichkeit habt, die Löschung dieser Daten zu beantragen, so gibt es kaum einen Menschen, der die Zeit hat, allen Websites hinterherzulaufen. Und selbst dann wüsste man ja nie, wo man anfangen sollte und wann man wirklich fertig ist. Und genau da kommt Incogni ins Spiel. Niemand will, dass persönliche Informationen für kommerzielle Zwecke missbraucht werden oder, und das ist noch viel schlimmer, in ganz falsche Hände geraten. Incogni hilft euch zu erkennen, wo ihr welche Informationen hinterlassen habt. Sei es eure Adresse, euer Name, Fotos von euch oder gar eure Bankdaten. In einem zweiten Schritt kann Incogni dann für euch Datenlöschanträge stellen. Damit das Tool loslegen kann, müsst ihr lediglich eure E-Mail-Adresse angeben.
Bei mir persönlich wurden direkt 60 Löschanträge gestellt und ich konnte sehen, welche Daten von mir gehandelt werden und für welche Zwecke sie weiterverkauft werden. Wenn ihr auch wollt, dass eure Daten aus dem Netz verschwinden und sie niemand mehr weiterverkaufen kann, dann schaut mal bei Incogni vorbei. Der Link befindet sich wie immer unten in der Videobeschreibung und mit unserem Code Dr. Watson bekommt ihr außerdem 60% Rabatt auf ein Jahresabo. So schützt ihr nicht nur euch, sondern unterstützt auch noch uns und unsere Videos. Und falls ihr noch nicht zufrieden seid, habt ihr natürlich 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Biopiraterie. Wie lässt sich die denn jetzt verhindern? Dafür tritt 2014 das Nagoya-Protokoll in Kraft, in dem das sogenannte Access and Benefit Sharing geregelt wird. Das bedeutet, der Zugang zu Ressourcen wird geteilt, aber eben auch der Nutzen, zum Beispiel in Form von Geld, Technologie oder gemeinsamen Rechten an den Entwicklungen. Klingt super, aber es gibt da noch einige Schwierigkeiten. Jedes Land kann selbst festlegen, welche Ressourcen wie geschützt werden. Aber es kann sehr schwierig sein, herauszufinden, wo der Ursprung von Ressourcen oder Wissen liegt. Wer genau gehört zu einer Community, einem indigenen Volk oder Stamm? Geistige Eigentumsrechte bestehen nur für eine gewisse Zeit. Verliert auch das traditionelle Wissen irgendwann diese Exklusivität? Auf das alles gibt es keine Antwort, sagen auch die Expertinnen vom Nagoya Protocol Hub, mit denen wir für dieses Video hier gesprochen haben. Es geht hier also weniger um ein knallhartes Meins oder Deins, sondern eher um Moral und Fairness. Im Fall der Kapland-Pelagonie wurde zum Beispiel ein Teil der Patente fallen gelassen und ein Benefit-Sharing-Abkommen mit den Xhosa geschlossen, was aber zwei andere Gruppen außen vor ließ. Also alles nicht so einfach. Noch schwieriger wird es durch technische Entwicklungen. Mittlerweile ist es möglich, digitale Sequenzinformationen über die DNA auszutauschen, ohne das genetische Material jemals physisch untersucht zu haben. Viele Forscher stellen die Gensequenzen ihres Forschungsgegenstands online zur Verfügung. Andere Wissenschaftler können dann darauf zugreifen. Das ist eine coole Sache, aber das kann auch zum Problem fürs ABS werden. Ein deutsches Institut untersucht mit ABS-Abkommen Ebola-Virus-Varianten anhand der Probe einer 28-Jährigen aus Guinea. Die DSI wird online veröffentlicht. Ein US-amerikanisches Pharmaunternehmen nutzt die DSI und produziert ein Medikament gegen Ebola. Dafür gab es Millionen an finanzieller Unterstützung der Regierung, aber jetzt hat halt einfach ein Unternehmen in der Hand, ob und für wie viel Geld Ebola-Medikamente in die Länder gelangen, in denen sie gebraucht werden. Okay, fassen wir das alles mal zusammen. Unternehmen entwickeln Nahrungsmittel oder Medikamente und verwenden dabei Wissen von Gemeinschaften, das dort zum Teil seit Jahrhunderten genutzt wird. Erstmal noch kein Problem, wenn ihr mich fragt. Aus altem Wissen zu lernen ist keine Straftat und kann uns wirklich weiterhelfen. Solange man eine Balance findet, bei der die Benefits fair geteilt werden und niemand auf der Strecke bleibt. Aber trotz des Nagoya-Protokolls, was ja genau das regeln soll, gibt es noch viele offene Fragen. Zum Beispiel, was die digitale Weitergabe von Gensequenzen angeht. Eine super Methode, um Informationen zu teilen und im Fall von neuen Krankheitserregern schnell reagieren zu können. Dort bleibt vielleicht nicht immer Zeit, um ein herkömmliches ABS auszuhandeln. Aber gleichzeitig kann es so passieren, dass ein globales Machtungleichgewicht an Wissen, Medizin und Geld verstärkt wird. Wie man damit am besten umgeht, weiß ich auch nicht. Natürlich muss weiter an biologischen Ressourcen geforscht werden, weil sie unverzichtbar für den Fortschritt der Menschheit sind. Bis wir aber tatsächlich bei einem gerechten Access and Benefit Sharing angekommen sind, das das traditionelle Wissen schützt und schätzt und den Gruppen gleichzeitig nicht ihre Lebensgrundlage entzieht, bis dahin dauert es wohl noch. Schaut euch hier gerne unser Video über die afrikanische grüne Mauer an, was super, super spannend ist. Und bis dahin bleibt neugierig, euer Cedric.